Moin Moin und willkommen zurück zu World of Warships mit eurem Free Agent und einer neuen Vorstellungsrunde. Im Premium Shop ist zurzeit die Ochotnik zu kriegen, Tier 5 Zerstörer der Russen. Hübscher Premium Dumper und dann wollen wir mal ein bisschen gucken, was das Ding so taugt. Ihr seht, verdammt langgezogen das Ding, da nimmt das Schiff kein Ende, also im Endeffekt ist es ein entweder zu groß geratener Zerstörer oder ein zu klein geratener Kreuzer. Da ist man sich noch nicht so ganz sicher, man munkelt, es ist beides nicht so richtig. Auf jeden Fall habt ihr 730 mm Geschütze an Bord. Die machen alle 10 Sekunden richtig Rabatz auf dem Feld. Reloadzeit der Torpedos liegt bei 42 Sekunden und davon hat die Ochotnik ganze 4 Dreifachwerfer an Bord. Das ist schon eine ganze Menge. Allerdings laufen die guten Stücke nur 4,5 Kilometer. Das heißt, ran an den Feind, Torpedos raus. Und wenn er dann noch da rauskommt, hat er Glück gehabt. Spitzengeschwindigkeit liegt bei 36,2 Knoten. Wenn ihr das gute Stück mit der entsprechenden Fahne ein bisschen pimpt, sonst habt ihr ein bisschen weniger. Erkennbarkeitsreichweite 5,7 Kilometer auf Tarnung geskillt. Sprich, den Kapitän im vierten Skill unterstützt. Ansonsten auch hier ein bisschen mehr an Tarnung, beziehungsweise ein bisschen weniger so rum. Gute Stellzeit 3,2 Sekunden. Und trotz dieses doch sehr guten Wertes ist dieses Schiff, was das Ausweichen betrifft, schwierig zu fahren. Da ist einfach wahnsinnig lange. So, da haben wir die Minikase. Bin in Cap A angekommen, gehe auch sofort auf. Machen wir mal einen Schuss drauf. Minikase, das gleiche Pendant der Japaner auf Level 5. Aber ihr seht, wie niedlich die Minikase aussieht gegen unsere lange Ochotnik hier. Da sieht der Pfad aus wie so ein kleines Ruderboot gegen uns. Leider im Nebel verschwunden. Da laufen links Torpedos von der Minikase. Gucken, ob sie wieder aufgeht. Torpedos brauchen wir nicht zu werfen. Bei 5 km Entfernung kommen wir da leider nicht an. Salve schlägt hinten auf dem Arsch ein, macht ein 1000er Damage. Das ist jetzt noch nicht die Welt gewesen. Das kriegen wir bestimmt ein bisschen besser hin. Also das Ganze nochmal. Und da rauschen sie etwas weiter in die Mitte und machen schon 1200 plus Schaden. Und jetzt ein dritter Versuch. Ihr seht, die 10 Sekunden Reloadzeit sind wirklich gut genug. Und da haben wir dann auch 2200. Und so läppert sich der Schaden. Dinnerly ist hier im Schlepptau mit der Minikase. Da kommen schon wieder Torpedos. Die sind allerdings vom Nachbarn, vom eigenen Team. Und da kommen die zweiten Torpedos der Minikase. Jetzt also zusehen, dass sie hier irgendwie den langen Pott hier rauskriegen. Hat hinten geklappt. Hat vorne geklappt. Gut, okay, aber jetzt heißt es natürlich raus hier. 4,3 Kilometer ist sie dann entfernt. Jetzt versuchen wir das mit den Torpedos in Position gebracht, das Ganze rausgeschickt, die Dinger ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter hinten, so dass hier wirklich alles abgedeckt ist. Wegdrehen von der Dene und weiter mit der Minikase beschäftigen. Auf die Entfernung schön in die Mitte getroffen, gibt fast über 3000 Damage, nicht fast, sondern über. So, da kommen die Torpedos von der Minikase. Und wir haben die Dene erwischt, sehr schön. Und auch noch die Minikase. Genau, wir haben zwei erwischt. Da haben wir mal wieder Doppelschlag eingesackt hier. Und das in den ersten Gefechten mit der Ochotnik. Also, das war mal eine sehr schöne Situation. Ihr seht, wenn man so dicht die Torpedos am Feind rauskriegt, dann hat er kaum noch Chancen, da wegzudrehen. Vor allen Dingen, wenn man sie denn so breit setzt. Die Oma nimmt in der Zeit A ein. Das musste ich leider abbrechen hier. Was gibt es noch zu dem guten Schiff zu sagen? Natürlich hat er auch Flugabwehr, aber die Flugabwehr ist wieder mal zu vernachlässigen. Da ist nicht viel dran. 4 einfache 7,62 mm Geschütze und 2 einfache 76,2 mm Geschütze. Machen reichlich Alarm am Himmel, aber runterholen tun die gar nichts. Das ist ganz einfach so. Die Torpedos haben eine Geschwindigkeit von 62 Knoten, was es dem Gegner natürlich auch schwer macht, da irgendwas an Ausweichmanöver noch zu fahren, aber wie gesagt, ihr müsst halt verdammt nah an den Gegner ran. Schussweite von 11 Kilometer. Wenn ihr eure Hauptgeschütze benutzt, seid ihr auf 11,6, glaube ich, offen. Also Stealth-Beschuss ist nicht mit der Ochotnik. Das könnt ihr knicken. Ihr müsst also tatsächlich mit diesem guten Stück fighten.
Und der Gegner hat es aufgrund der Länge ziemlich einfach, dann euch auch zu treffen. So, da haben wir die Wyoming. Jetzt geht's Nase voran auf die Wyoming zu. Wenn wir eh offen sind, können wir hier jetzt auch vorne draufballern da auf das Geschütz. Hat leider nicht funktioniert. Hätte ihm gerne mal das Geschütz jetzt im Angriff vorne verbogen. Aber jetzt bin ich dran, mein Freund. 3 Kilometer Reichweite und jetzt seht ihr mal, wie man mit der Ordnung dem Gegner das Leben schwer machen kann. Einen Satz, den zweiten Satz raus, den dritten Satz raus und jetzt werde ich... Ah, da bin ich rausgerutscht. Mist. Ja gut, okay, also nur 3 Sätze an Torpedos, aber da schlagen sie ein. 5 Stück und Wyoming AD. So schnell kann das gehen, auch mit dem Schlachtschiff. Nase voran auf den Gegner zu. Und dann bleibt, wenn die Torpedos einschlagen, nicht viel von ihnen übrig, denn bei über 14.000 Schaden pro Torpedo, da bleibt kein Auge trocken. Wenn ihr da den Kapitän des Gegners seht, dann ist die Chance auch schon für ihn gelaufen. Hier hilft natürlich auch die schmale Silhouette. Ja, was kostet das gute Stück? Mit 12 Euronen seid ihr rund im kleinsten Paket dabei. Natürlich gibt es auch hier wieder Superlativ- und Ultimativ-Pakete und da könnt ihr dann noch irgendwelche Fähnchen abgreifen und irgendwelche Dublonen dazu. Solltet ihr euch angucken, wenn ihr an dem Schiff Interesse habt. Ich persönlich sag so, wenn ich mir das Resümee zu Ochotnik mal so ziehen müsste, es ist ein Spaßschiff. Es ist nichts, was man zwingend im Hafen braucht. Es ist was für Sammler, die einfach generell sagen, sie wollen jedes Schiff im Hafen haben. Es ist was für Leute, die gerne aggressiv spielen, weil dieses Schiff muss nun mal nah an den Gegner ran, damit die Torpedos auch was bringen. Ist natürlich auf Inselkarten wesentlich besser aufgehoben als auf freien und offenen Karten. In seinem Tierbereich, also im Level 5 Bereich, alles super, alles schick. Kommt ihr aber in 6er Bereiche oder dann im Zweifelsfall auch in 7er, kann die Chose schon ganz anders aussehen, aufgrund der Gegner, gerade im Zerstörerbereich. Was aber nicht heißen muss, dass man nicht da auch dem einen oder anderen das Leben schwer machen kann. Zum Spotten ist sie nicht unbedingt geeignet. Die Geschwindigkeit mit 36 Knoten, wie gesagt, mit der Fahne, ansonsten liegt die so bei 32, ist nicht gut genug, um jetzt wirklich vor einem DD weglaufen zu können, der euch dann aufs Korn nimmt, oder vielleicht sogar von einem Kreuzer, der euch aufs Korn nimmt. Und insofern würde ich sie zum Spotten eher als ungeeignet ansehen, auch wenn sie einen guten Tarnwert mit unter 6 Kilometer hat. Aber was bringt euch der beste Tarnwert, wenn ihr vom Gegner nicht wegkommen könnt? So, da haben wir nochmal eine König. Die können wir nochmal von hier so ein bisschen bearbeiten. Dann können wir nochmal gucken, was die Haese macht. Ihr seht das hier auf Schlachtschiff 627. Auch wenn die Kugeln einen relativ guten Bogen haben, ist er nicht hoch genug, um da wirklich schön aufs Schiff einzuschlagen. Hier seht ihr nochmal, dass sie flackradert wie bekloppt. Da kommen jetzt nochmal Torpedoflieger. Mal schauen, ob die mich angehen hier wollen. Da. Oh, eindrehen schon mal vorsichtshalber. Aber, hey, fliegt über mich hinweg. Gut, okay. Aber ihr seht, die flackradert und rattert und rattert. Und da passiert mal überhaupt nichts. Kann man auch nicht erwarten bei den kleinen Geschützen. Wie gesagt, da kannst du auch mal einen Schraubenschlüssel schmeißen über Bord. Nachher Flugzeuge. Aber dafür ist ja so ein Zerstörer schlussendlich auch nicht da. Er ist dazu da, eventuell mal einen Cap sichern zu können oder eben den Gegner zu torpedieren. Und das macht die Ochotnik, wenn man da nah genug dran ist, wunderbar. Die Kanonen sorgen natürlich auch gerade bei Zerstörern für sehr viel Schaden. Die Drehgeschwindigkeit ist in Ordnung, ein bisschen langsam manchmal, kommt nicht so dahinterher, aber man kann sie gut einsetzen, wenn man nicht zu nah am Gegner dran ist. So, König, 8,3 Kilometer macht ihr natürlich auch. Die Sekundäre fängt hier jetzt wahrscheinlich an, gleich wie um die Ohren zu fliegen. Seitlich sollte man das tunlichst vermeiden, wegen der Länge. Und jetzt schießen wir mal die Torpedos einfach hinterher, nur um euch mal zu zeigen, wie die denn am Aufholen sind. So, 2 rechts, dann haben wir mal 2 links da dran. Und dann fahren wir hier weiter und sind froh, dass ich nicht getroffen worden bin. So, Torpedos laufen einfach. Und ihr seht, ihr könnt einen ziemlich großen Bereich, dann könnt ihr noch einen viel größeren Bereich abdecken, wenn ihr den Fächer natürlich dann auch noch aufmacht. Und dann sind wir gleich mal gespannt, ob da irgendwas einschlägt. Da haben wir unser nächstes Opfer, die Kaiser. Da muss aber jetzt erst wieder rangerobbt werden.
Und bei der König sind alle Torpedos leider Gottes vorbeigegangen. Hätte ich die Fächer noch ein bisschen enger setzen müssen, dass er da nicht mehr rauskommt. So, mein Freund Kaiser. Hol dir mal eine Versicherung andrehen hier. Die hast du hoffentlich abgeschlossen, weil jetzt wird es gleich ein Loch im Board, im Pump geben. Die Sekundäre fängt an zu arbeiten. Ist natürlich für so ein großes Schiff immer recht gefährliche Situation. Da muss man aufpassen. Leichter Schaden, damit kann ich gut leben. Eindrehen. Torpedos raus. Einmal, zweimal, dreimal und viermal los. Und eindrehen. Nebenbei den Nebel gezündet. Und zugesehen, dass man wieder Deckung kriegt hier. So, da haben wir den Torpedoeinschlag im Doppelpack. Aber der hat hart eingedreht. Trotzdem hat er über 20.000 Damage mitnehmen müssen. Und so haben wir ihn an die Insel gezwungen hier. Sehr schön. Torpedo Reload. Dauert noch ein wenig. Die 40 Sekunden sind aber schnell abgesessen. Beziehungsweise genau genommen 42 Sekunden. Und dann hat man die Geschichte schon wieder hinter sich. Und kann die nächsten Torpedos losjagen. Das heißt, eine schöne Runde hier gedreht. In der Zeit ein-, zweimal den Nebel ausgenutzt und drauf geschossen. Und da sind die Torpedos schon wieder ready. Und Herr Kaiser kann den zweiten Angriff bekommen hier. Währenddessen schießen da die Verbündeten rein. Der wird jetzt auch wieder losfahren. Einmal, zweimal. So, Torpedos laufen. Wobei ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob der nicht etwas schneller beschleunigt, als ich ihm jetzt gegeben habe. Ah, das wird nichts. Nee, da beschleunigt er schneller. So, Nebel löst sich auch schon wieder auf hier. Also nichts mehr mit Nebelschuss. Aber die Geschütze hat er auf andere Seite ausgerichtet, Gott sei Dank. Ja, der Torpedoangriff war mal für Poppes. Da hätte ich ihm doch noch ein bisschen mehr Vorhalt geben müssen. Da war er in seiner Beschleunigung schneller als gedacht. Aber schon sind die Torpedos wieder bereit. Also machen wir uns da gar keinen Kopf. Aber bei 5000 Punkten braucht man die auch gar nicht mehr loszujagen. Und da hat es sowieso der Verbündete gemacht und die Sache ist schon wieder erledigt. Ja, 992 Punkte, 3 Caps, nur noch der Flugzeugträger über. Also hier ist auch nichts mehr zu machen. Damit hat die Uchrotnik wieder mal eine Feindfahrt hinter sich. Schauen wir ins Ergebnis, was dann bei der Uchrotnik dann rauskommt. 89.000 Damage ist eine ganze Menge für so einen Level 5er, da geht aber noch viel mehr. 60 Zieltreffer, wobei auch 28 nicht durchgeschlagen sind. 8 Torpedotreffer, 2 Ausfälle, 3 Zerstörer, 2 Brände und 6 Mal Wassereinbruch. Vernichtenden Schlag und Doppelschlag bekommen. Freue ich mich immer drüber. Doppelschlag habe ich nicht so viele. Teamwertung sagt in dem Spiel hier, wenn er denn lädt, da haben wir ihn. Ersten Platz mit einer Basiserfahrung von 1300 Punkten. Das ist auch in Ordnung. Und hier die Kuma mit 1069 hat auch gut gearbeitet. Kriegt von mir mal ein Lob. Im ausführlichen Bericht sagt das Ganze Folgendes. Momentan lädt er bei mir ein wenig langsam, leider Gottes. So, da haben wir es. Wyoming. Die arme Wyoming musste 43.000 Punkte an uns abgeben. Das ist eine ganze Menge. Minikase knappe 10.000. Dane 7,5. Aber auch die Kaiser mit 26.000 hat da ordentlich bluten müssen. 16.500 durch Beschuss, 69.000 durch die Torpedos und nochmal 3.500 an Brand- und Wassereinbrüche machen. Wie gesagt, die knappen 90.000 hier, eine ganze Menge. 6.100 selber kassiert bei 255.000 potenziellen Schaden. Wurde nicht ganz so viel auf die Ochotnik geschossen. Was macht das Ganze an Creditpunkten? Da haben wir 250.000 netto in die Kasse und das in so einem kleinen Tierbereich. 2.500 an Erfahrungspunkten. Das Ganze mit Premium-Konto. Ohne Premium-Konto immer noch 160.000 in die Kasse und 1.690 an Erfahrungspunkten. Also doch eine ganze Menge für diesen kleinen Bereich. Da lohnt sich das, wenn man denn so ein Spiel hat und nicht gerade, wie gesagt, in einem höheren Tiermatch
landet, weil dann wird das Ganze, wie gesagt, etwas komplizierter. Ja, die Ochotnik, wem würde ich sie empfehlen? Ich empfehle sie allen Leuten, die schon wirklich Erfahrung mit den Zerstörern haben und daran Spaß haben, die Sammler von Schiffen sind, und ansonsten braucht man dieses Schiff nicht unbedingt, aber wenn man Spaß dran hat, wirklich aggressiv zu spielen, dann ist dieses Schiff gar nicht verkehrt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch bei der Meinungsfindung helfen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch auf jeden Fall immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.